Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 6. Wir haben letztes Mal Celes aus dem Keller befreit und müssen jetzt durch diese Tür hindurch und schauen mal, was dahinter ist. Oh, guck mal, der Ausgang. Wir können ja endlich aus der Stadt raus. Danke, raus hier. Und wir müssen nach... Einfach muss da drüben? Ach, die Höhle. Okay. Ich finde das nett, dass das so ein bisschen uns auch in die Hand nimmt, das Spiel. Hallo. Na? Seid ihr hier, mich umzubringen? Wow. Und der nächste High Potion. Er ist doof, wenn man nicht einkaufen gehen kann. Och, bitte. Die machen ja alle viel zu viel Schaden. Vielleicht erst mal anfangen, mit ihr zu heilen. Aber die Musik ist schön. Gehört das dazu? Da ist eine leere Kiste. War ich hier schon mal? Hier gibt's leere Kisten. Daneben. Boah, was ausnehmen. Stirb! Wow! Sonst geht's ihm wieder noch gut, wa? Einfach mal über 100 Schaden verursachen. So, da komme ich nicht weiter. Das heißt, das war alles für die Katz. Ernsthaft? Jetzt können wir gleich sie wieder heilen. Zähle ich eine Stufe auf. Celes? Celes? Celes. Das nennen wir es einfach Celes. Gehen wir es mal da oben. Wie viele sind das? Autsch. Wow. Der nimmt kaum Schaden. Scheint aber auch nicht wirklich zu wehren. Okay. Oder ist der langsam? Was zum... Könnte die Höhle bitte stehen bleiben? Ginge das? Die nächste leere Kiste. Warum sind die Kisten alle leer? Oh Gott, oh Gott. Vielleicht kriegen wir ihn ja mit ihm instant. Nein! Autsch. Selbst das nicht. Okay, also er weiterhält auf die Krabbe, sie auf den Bären. Weil wir den Bären auf alle Fälle nicht mit einem Schlag zu tot bekommen. Oh, ist das Nike? Ist das die. Ist das. Was ist das für ein Geräusch? Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit, Lock. Das ist die Heilquelle, ne? Angriff! Autsch. Aue! Das ist die Heilquelle. Okay, das heißt, ich bin... Huch! Was ist das? Da kommt etwas durch die Wand! Ernsthaft?
Ein Maulwurf! Wenn dessen Zauber uns erwischen, sind wir Asche. Was sollen wir also tun? Ich absorbiere seine Magie mit meiner Runik-Schwerttechnik. Was? Bist du sicher, dass es klappt? Sieh und staune. Runik! Was hast du denn dabei? Aero-Messer gestohlen. Yay! Blitz. Runik! Oh, sie kriegt dadurch sogar Mana zurück. Das ist ja super. Autsch. Aua, lass das. Oh. Okay, das heißt, du musst dich selbst versorgen. Ich darf hier nicht ohne Runik rein. Der macht richtig Schaden. Das macht auch richtig Schaden. High Potion auf mich. So, könntest du bitte sterben? Ginge das? Wäre das möglich? Bitte. Machen wir mal gerade einen High Potion auf sie, weil ich glaube, der nächste Bohrer wäre für sie ist auch tödlich. Ah, das war's schon. Wow. Dankeschön. Tschüss, Maulwurf. Elixier erhalten. 250 Skill erhalten. Puh, sieht aus, als hätten wir es geschafft. Ich möchte wieder rein. Ich will da wieder rein. Da ist eine Heilquelle. Oh. Fehle bitte ein Szenario, Kupo. Wir haben das letzte Szenario erreicht. Hallo, Nabanon. Auf der Flucht vor den teuflischen Clown des Imperiums steuern Banon, Edgar und Terra durch reißende Strömungen Genarsche. Die werden sich alle in Narsche treffen, kann das sein? Huch. Magie. Feuer. Auf alle. Beten. Auto an Brust. Mein Gott, ist Banon langsam. Terra steigt eine Stufe auf. Das ist sehr schön. So, sind wir bald da? Ich hoffe, wir finden jetzt nicht nochmal den Octopus. Das wäre doof. Angriff. Gadget. Beten. Tinte? Och bitte. Lassen Sie auch so etwas. Brauche gerade nicht. Haut drauf. Ich sollte Balon immer dabei haben. Leider ist er kein fester Charakter. Bei Himmeln beten. Einfach mal Heilung auf alle. Für nichts. So, müssen wir hier rein? Oh, wir sind in Narsche angekommen. Hier ist die Abenteuer-Novizenschule. Kommen wir noch rein? Als Lockbit zur Flucht verhalf, sind wir irgendwie hier rausgekommen, glaube ich. Lock hat mir alles erzählt. Wenn man diesen Stein dreht, sollte...
nichts passieren. Achso, doch. Okay. Oh, Wehrratten. Das werden ja richtig schwere Kämpfe jetzt. Sie machen 2 Schaden. Wow. Kannst du jetzt nicht mehr die Tür schließen? Oh, ich bin gerade schon gewohnt, dass ich so schnell laufen kann. Alle Charaktere, die jetzt in den Weg warten, keine Laufschuhe an. Hallo, ihr Wehrratten. Lalalala. hier lang? Wo geht's denn da lang? Geht's da ins Haus? Nee, schade. Da müssen wir eben nach oben. Rechts? Da ist nix, also nach links. Huch. Alle tot. Tja, darf's nicht beten, Bannon, es tut mir leid. Alles Atheisten hier. Oh, hier sind wir jetzt. Oh Gott, kann ich mir das merken? Ist das hier etwa... Was? Dies ist ein Raum, um diejenigen zu prüfen, die Narsches Wache beitreten wollen. Wenn wir diesem Licht genau folgen, sollten wir unbeschadet das andere Ende erreichen. Bei einem Fehltritt jedoch umzingelt einen das Licht. Dann heißt es, das Rote zu wählen. Aha. Toll, danke. Gut, dass ich ein so gutes Gedächtnis habe. Huch. Oh. Du betest und du haust die Autoarmbrust auf den Gleistal. 15 EP. Es lohnt sich fast nicht, hier durchzulatschen. Was, wo kommen wir denn da hin? Wah. Machen wir direkt. Auto an Brust. So. Oh. Was? Ich kann noch nicht sterben. Vorher muss ich meinen Schraubenschlüssel nach ihr werfen. Sie, die mir gar keinen Schaden verursacht hat. Hä? Oh, Moment mal, da war eine Geheimtür. Das Beten dauert viel zu lange. Kann er das eigentlich auch vom Dingens aus, also von hier aus? Fertigkeiten. Nee, ich kann seine Fertigkeiten von hier aus nicht ausführen. Beten. Jetzt warten wir erstmal darauf, was er fertig wird mit Beten. Danke, und dann Autoarmbrust. Ich will alle voll heilen. Moment, da fällt mir gerade ein. Durch diese Tür kam er damals nicht, weil da sind die ganzen Wachen rausgekommen. Wo geht's denn hier lang? Ganz viele Muggels. Kuppa! Kuppa! Die Duppa! Guppa. Runenschwert erhalten. Oh, das ist was für Aceles. Ah, jetzt sind wir hier. Toll. Das hat sich gelohnt. Aber es ist ja wenigstens, wo die ganzen Kupos herkamen. Autoarmbrust. Nein, ihr könnt ja keine 2 Schaden verursachen. Wie könnt ihr nur? 14 EP, 44 Skill.
So, da haben wir einen Speicherpunkt, den werden wir bestimmt brauchen. Denn ganz sicher kommt jetzt gleich nochmal ein Boss. Ernsthaft. Er kann nicht sterben, ohne seinen Schraubenschlüssel zu werfen. Toll, dankeschön. Hallo, hallo, alter Mann, der mir geholfen hat. Ah, da bist du ja. Sirbanon, König Edgar und Terra ist auch da. Mein Gut, Harvis, wie stehen die Dinge bei euch? Narch ist weiterhin autonom. Weder mit dem Imperium noch mit den Rückkehrern gibt es Bündnisse. Meine Worte, sich dem Widerstand anzuschließen, finden kein Gehör. Doch jetzt, wo ihr hier seid, werden die Menschen vielleicht wachgerüttelt. Wie geht es dem Volk? Alle leben in Angst, seit die Esper der Mine entdeckt wurde. Ja, bitte? Dieses Mädchen vermag das Mysterium, die Esper vielleicht zu erhellen. Die Angst vor diesem Wesen mag groß sein, doch ist die Neugier der Menschen ungebrochen. Wenn wir es geschickt anstellen, werden sie Terra vielleicht akzeptieren. Ich frage mich nur, ob die Esper uns Erlösung bringt oder Verderben. Ja bitte, hallo? Ah, so trafen die Gefährten einer nach dem anderen Narsche ein. Doch am Horizont ragten bereits drohend die dunklen Wolken der entscheidenden Schlacht auf. Nun bin ich also über alles im Bilde. Doch sagt mir, ihr wollt allen Ernstes, dass wir Blut vergießen. Das hat niemand gesagt. Sie haben es nur anders formuliert. Es ist, wie er sagt. Sirbanon, wir verlangen von euch, eure Hände mit Blut zu besudeln. Das Gestalt'sche Imperium hat sich abermals in Bewegung gesetzt. Der Imperator will sich der gefrorenen Esper aus den Minen bemächtigen. Doch vergrößert das Imperium seine magischen Kräfte weiter, ist eine Katastrophe wie vor 1000 Jahren nicht mehr abzuwenden. Der Magikrieg. Der legendäre Krieg, der die Welt in Schutt und Asche legte. Wollte damit andeuten, dies könnte sich wiederholen. Ich hätte die Menschen für weiser gehalten. Edgar! Saban, du lebst! Ich sehe, du hast neue Gefährten. Gestatten Sian, Krieger aus dem Königreich Doma. Ich Gau. Das Imperium hat Genozid an Domanern begangen. Kefka hat sie alle vergiftet. Wie grässlich. Ältester. Doch liegt es sicher daran, dass Doma mit den Rückkehrern kollabierte. Doma ist mit den Rückkehrern kollabiert, schade. Ein neutrales Land würde das Imperium nicht wagen, anzu... Du irrst. Lok! Die imperialen Truppen stehen bereits kurz vor Narsche. Was? Lok, mein Freund, woher hast du diese Information? Von ihr. Celis war Generalin der imperialen Armee. Also doch, ich wusste doch, dass ich diese Visage von irgendwo aus dem Wüchsergau. Huch. Die berüchtigte Generalin Celis, der Todesengel Marandas. Räudige Hündin Gestals, empfange die Strafe, die dir gebührt. Moment. Celis hat dem Imperium längst den Rücken gekehrt und versprochen, uns zu helfen. Aber Char versprochen, sie zu beschützen. Eine Frau, der ich meinen Schutz versprach, lasse ich nicht im Stich. Niemals. Lok, hast du diese Geschichte etwa immer noch nicht überwunden?
Auch ich war eine imperiale Kriegerin. Wie bitte? Abgrundtief böse mag das Imperium sein, doch gilt dies nicht für all seine Bürger. Die Worte meines Bruders verdienen Respekt. Was ist das für eine Haltung? Das Imperium! Wir werden angegriffen! Wir brauchen diese Esper, koste es, was es wolle. Doch was mit der Zivilbevölkerung, mein Lord? Die sollen sterben wie die Fliegen, die sie sind. Aber Narsche ist neutral. Idiot! Kapiert ihr denn nicht? Mitleid haben diese Verräter nicht verdient. Ihnen gebührt der Tod. Metzelt sie nieder! Nun bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als zu kämpfen. Zu den Waffen! Der Feind hat es auf die Esper abgesehen. Wir haben sie hoch auf die Klippen geschafft. Gut, dort wollen sie wie sie mit unserem Leben verteidigen. Lock hat eine bewegte Vergangenheit. Dass er euch gerade schützt, heißt nicht, dass er euch liebt. Verfallt ihm nicht. Eure Fürsorge rührt mich, doch bin ich Soldatin und euer Mundwerk ist so flott wie ihr, meine Teuerste. Ihr seid genauso... Wow, warum sprecht ihr so schnell? Bitte lasst das. Das Mädchen, das von Geburt Magie beherrschte, dass wir uns so wiedersehen würden. Auch in dir spüre ich Magie, doch du bist anders als ich. Mir hat man magische Kräfte künstlich initiiert, als ich ein Kind war. Eine magische Kriegerin aus der Retorte. Ist es dir möglich, andere Menschen zu lieben? Willst du dich über mich lustig machen? Ich traue dir längst nicht, vergiss das nicht. Wie du meinst, dann sollst du dich mit eigenen Augen überzeugen. Auch bitte nicht schon wieder so ein Minigame. Bitte nicht, bitte, 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 bitte nicht. Bitte nicht das. Ah, nein. Moment. Könnte ich bitte die Kupus wieder haben? Erstmal speichern. Und dann machen wir morgen weiter. Dann müssen wir in der Folge angekommen. Morgen dürfen wir dann dasselbe Minispiel machen, was wir schon mit den Kupus hatten. Wir dürfen die imperialen Soldaten abfangen. Ich hoffe, es hat bis hierhin gefallen. Falls ja, sehen wir uns garantiert morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.